Im August 2015 gehe ich, 25 Jahre später, auf Spurensuche. Sehen wir uns nicht auf dieser Welt, dann sehen wir uns in Bitterfeld. Ernst-Thälmann-Straße 29. Ja, genau so bin ich damals im August 1990 mit meinem geliebten Schorsch reingefahren. Übrigens heißt die Straße heute immer noch so. Komisch, wenn man wieder hierher kommt. 25 Jahre später. Genau von hier startete die ostdeutsche Filmfamilie Strutz 1990, inspiriert von Goethes Italienreise, ihre erste große Westreise. Am 13. August reiste die westdeutsche Filmcrew nach Bitterfeld mit weitsichtigen Hinweisen in ihrer Dispo. Ehemalige Grenze, bitte auf Geschwindigkeit achten, geblitzt, es wird teuer. Ja, und man muss sich anstellen an der Tankstelle, was wir schon lange wussten. Am 14. August 1990, unser erster Drehtag als Ost-West-Team. 2 Monate vor einem noch nicht ganz vereinten Deutschland. Heute, 25 Jahre nach der Wiedervereinigung, beginnt hier meine Spurensuche. Da hat sich ja nichts verändert. Nach Kollegen, Drehorten und Mitstreitern von damals. Täglich grüßt das Murmeltier. Unwahrscheinlich. Ja, hier kam Jacqueline raus. Oh nee! Damals war die Farbe noch ein bisschen besser. Ja. Und hier hatte ich meinen ersten Drehtag. Damals, da waren na 20, 30 Leute, Team, überall guckten sie raus. Und ich hatte einen riesen Lampenfieber. Ich habe es aber nicht verraten, dass das mein erster Drehtag war. Erst nach der ersten Klappe habe ich dann Marie Gruber gesagt, du, das war meine erste Klappe. Ja, dann habe ich sie nicht mehr gehalten, also die Klappe. Jacqueline, komm raus. Hä? Komm raus, sofort. Vati, bitte nicht am ersten Ferien. Ja, und hier haben wir gesessen. Genau, ich mit Hut hier rechts. Das war sie, Claudia, Jacqueline, Marie Gruber, die Mama, der Regisseur Peter Timm, die Regieassistentin. Genau die Stelle. Und der Putz ist noch genauso. Und noch mal gucken, hier genau der gleiche Anschnitt. Aber der Rest ist wenigstens verputzt. Das gibt's nicht. Ja. Hier kommt meine erste Verabredung, Frau Engelhardt. Guten Tag, Herr Schwung. Grüß Sie ganz herzlich. Ja, wir haben uns vor 25 Jahren schon mal gesehen, stimmt das? Ja. Ja, haben Sie hier gewohnt? Meine Schwiegermutter hat hier gewohnt. Aber wir haben von Ihrer Schwiegermutter demzufolge ein Zimmer bekommen, ne? Ja, ja. Welches? Das mittlere, das war Ihr Schlafzimmer. Vielleicht können Sie sich erinnern. Das war bei Ihrer Schwiegermutter in der Schlafstube, was wir zum Kinderzimmer gemacht haben, das Plakat, vor dem Jacqueline getanzt hat. Ja. Ja. Und der Herr vom Film, der sagte da noch, das darf ich nicht vergessen. Ich bin so lange danach gerannt. Ja. Das muss ich unbedingt mitnehmen. 25 Jahre alt ist das. Ja, das wurde gut aufgehoben. Toll, toll. Ich habe viel Post von Zuschauern bekommen, die gleiche Route wie im Film nachgefahren sind. So auch 2 Trabi-Freunde, mit denen ich jetzt verabredet bin. Oh, es waren doch ein paar Trabi-Freunde mehr. Hallo. Grüße herzlich. Ja, stimmt. Wir sind die von der Postkarte. Erik. Genau, Erik. Und er? Erik. Auch Erik. Ja, ich habe euch gefunden, ihr Lieben. Nie über NSE, aber über Google habe ich es gefunden. Schön. Ihr habt nämlich keinen Absender drauf geschrieben. Das sind diejenigen, die in Neapel waren. Und ihr habt die Tour original gemacht wie im Film? Original laut Goethe. Wie alt wart ihr denn, als wir damals gestartet sind? 1990. Also da war ich ein Jahr. Ja, 89 bin ich geboren. Und wann habt ihr den Film zum ersten Mal gesehen? Ja, als Kind. Kleiner geworden. Wie oft gesehen? Zu oft. Ich grüße herzlich, Wolfgang Stumm. Hallo, Nicole. Ja. Wir sind aber alt geworden. Wie jetzt? Na, von den grauen Haaren her. Kannten Sie mich früher schon? Na, im Film waren Sie jünger.
Aber Sie sind ja nicht aus Bitterfeld, wenn ich das so ein bisschen höre. Nee, ich komme aus Zwickau, aus der Geburtsstadt vom Trabi. Richtig. Also haben wir Bitterfeld berühmt gemacht mit dem Film? Auf jeden Fall. Ja? Auf jeden Fall. Bitterfeld, ja, go Trabi, go, ist klar. Mann, das ist ja echt Delhi. Und sogar mit Fahrer und Beifahrer. Also, in go Trabi, go mitgespielt. Jawohl. Mann, vor 25 Jahren. Vor 25 Jahren. Ja, der Stimme merke ich jetzt. Genau, da vorne hast du gestanden. Genau. Hier, komm ruhig mit. Hier hast du gestanden. Ja, hier ja. Habe ich gestanden. Das war im Hintergrund, ja. Ich sage dich, Schex, meine ganze Freizeit hat er gefressen. Ich habe mehr unter meiner alten Pappe gelegen als auf meiner Frau. Aber hast du ein bisschen anders ausgesehen? Kleidung war ein bisschen anders. Ja, die waren. Ach, das war herrlich. Das war ein Armeeunterhemd. Das habe ich mir nach meiner Dienstzeit mitgelassen. Ach, das hast du nicht vom Kostüm bekommen? Nee, das habe ich selber bestellt. Das war dein Geschmack? Das war ein Vorschlag. Das war ein Vorschlag, nicht mein Geschmack. Und eine ganz scharfe, kurze Turnhose. Ja, war es ein bisschen übertrieben? Naja, ich dachte erst auch bei der Maske, vor allem dachte ich, ist ein bisschen fett, als die mir den Entenarsch gemacht haben mit den Langkotetten. Elvis. Ja, also. Die Elvis, aber als wir dann nach dem Dreh nach Hause gefahren sind, da guckte genau so ein Gesicht aus dem Fenster raus. Nein. Dachte ich, nee, es ist nicht so fett. Hey Udo, wohin sollen die Reise gehen, wenn man mal fragen darf? Ja, natürlich wieder nach Italien. Küss die Kollegen. Mach's gut. Ja. Und denk dran, 1:50 gemischt tanken. Ja. Gibt's nicht mehr an jeder Tankstelle. Handgemischt. Genau. Heute starte ich im geliehenen Trabi ohne Familie und ohne Zelt auf dem Dach. Ich möchte wissen, was bedeutet der Film heute? Was hat die Zeit mit mir, mit uns gemacht? Was haben Ost und West voneinander gelernt? Na, wir Sachsen sind stets daran interessiert, etwas dazuzulernen. Was uns manchmal natürlich auch als pure Neugierde ausgelegt wird. Unsere Reise begann im August 1990 in einem Land, das es bei unserer Rückkehr von den Dreharbeiten im Oktober nicht mehr gab. So, jetzt muss gleich die Grenze kommen. Mal ohne Lampenfieber. Und ohne Grenzposten und ohne Schlagbaum. Jetzt habe ich mal richtig Stoff gegeben, ja. Er bringt schon noch seine 90. Ja. Oh, hier ist 80. Vorsicht. Das wäre noch ein Witz. Ich wäre auf der Autobahn geblitzt mit dem Trabi, weil ich zu schnell gefahren bin. So, jetzt geht's nach Regensburg. Bloß gut, dass ich alles aufgehoben habe. Dispo. August 1990. Haus Amberger. Ja. Hier in der Straße wohnte die Westverwandtschaft im Film. Genau hier. Naja, die Sträucher sind mit der Zeit etwas höher geworden. Wie hier. Oh, die Gurte im Trabi. Für das alte Geräusch. Ich hab's gewusst. Irgendwann stehen uns vor der Tür die Sachsen. Das schaut aus wie eine Türkenkarawane. Ich bin gespannt, wie mich meine Schauspielkollegen heute empfangen. Damals wurde schnell umdekoriert. Wir Sachsen, wir sind helle, es weiß die ganze Welt. Und sind wir mal nicht helle, dann haben wir uns verstellt. Erkennst du mich? Hallo. Grüß dich. Sag mal, und dein Filmgatte, wo ist der? Im Garten. Im Garten? Da also gehen wir doch hin. Okay. Billy Zöckler hat Frau Amberger gespielt. Der Balkon hat noch die gleiche Farbe. Und von da oben hat euer Sohn Jacqueline beobachtet. Ja, beim Duschen. Vorsicht, der Baum ist gewachsen. Ah. Aber du kommst durch. Wunderbar. So. Und hier ist Herr Amberger und die Fischer. Ich grüß dich. Es ist immer noch frei. Das ist herrlich. Oi, oi, oi. Ihr seid großzügiger geworden, muss ich sagen. Da langt's noch ordentlich zu, gell? Ach, Gerda, das wäre aber nicht nötig gewesen. Oh, hier krümelst du schon wieder. Kaffee? Das Einzige, was sich nicht geändert hat, Odi, das ist wirklich, dass du das Ding immer noch hast. Ich mach's mal für dich, ja. Ich vermute, du wirst es übernommen für 60%. Ja. Im Film stand hier im Garten der Wohnwagen, in dem die Familie Strutz übernachten durfte. Wie gastfreundlich.
Könnt ihr euch erinnern, wie euer Kontakt mit den ostdeutschen Schauspielern war? Ich hatte vorher noch keinen Kontakt mit Schauspielern aus dem Osten. Du wusstest auch nicht, wer Frau Gruber und wer Herr Sturm ist? Nee, wusste ich gar nicht. Ich bin da ganz naiv rein. Also, wobei ich heute schon mir denke, dass es schon ein Wahnsinn ist, weil 89 war die Maueröffnung, ja, und der Film ist 90 gedreht. Also das ist schon ein Hammer. Ganz auch schönes für Tempo. Auch für euch als Schauspieler plötzlich in der eigenen Geschichte drin zu sein im Film. Das so ist ja völlig irre. Teilweise haben wir ja Dinge vorgelebt, die wir erst noch erleben werden als Privatperson. Ja, ja, ja. Und das fand ich total irre. War für uns spannend, ja. Das war schon geil. Meinst du, wir lachen heute gemeinsam über Dinge? Oder ist es immer noch ein getrennter Humor und getrennte Gründe, über die man lacht, Otti? Also ich habe die Erfahrung gemacht, wir lachen im Prinzip gemeinsam. Nur ist der Bewohner der ehemaligen DDR, soweit er noch drüben ist, nicht sehr begeistert, wenn auf seine Kosten ein Scherz gemacht wird. Aber meinst du nicht, dass der Bayer genauso empfindlich wäre, wenn er vielleicht zum Spottbild würde? Das darf ich jetzt nicht zugeben, aber wenn du das meinst, dann kann man darüber nachdenken. Ja, dann denk mal darüber nach. Denk vielleicht auch mal darüber nach, Billy. Meinst du, dass es heute noch solche Menschen gibt, die wir damals 1990 dargestellt haben? Ich meine, wie der dann auch über die Türken herzieht, mein Mann. Ja, ja. Und ich glaube, die sind heute genauso. Die sind genauso. Die Frau Amberger weiß immer nicht, was sie sagen soll. Die wusste ja auch damals wieder nicht. Die guckte immer so und so und so. Ich weiß jetzt nicht. Und ein bisschen peinlich. Aber sie unterwirft sich ihrem Mann und der hat es Sagen. Mhm. Ein bisschen mehr. Es war gut so. Ja. Bei euch fehlt jemand. Da war noch jemand, der Jacqueline immer so zugeguckt hat, wo der Wohnwagen noch hier stand. Das Kind. Das Kind. Das Kind ist jetzt groß. Ja. Erwachsen. Das ist ein Schausteller. Also nicht im Osten, aber. André Eisermann hat damals euren Sohn gespielt. Genau. Und wo ist er? In Bad Hersfeld, oder? In Bad Hersfeld, oder? Ja, da müssen wir einen kleinen Schlenker machen, den will ich unbedingt sehen. Schön, dass ihr Zeit hattet. Okay. Und ich packe mir hier in so eine Plastikbüchse noch den Rest der Schwarzwälder Tote ein. Das glaube ich nicht. Also, gute Fahrt. Tschüss. Aber viel hat sich ja nicht verändert. Ich meine, am Haus. Aber so gierig wie früher sind sie nicht mehr. Es ist meine Kurve zum. Ja, genau. Etwas habe ich mit Udo Strutz gemeinsam. Irgendwie fehlt mir auf dieser Reise meine Familie. So, eine Jackie? So, ein Babschuss soll Stress stehen. Wenn ich das schon riech, kriegst du Fälle gefühlt. Hab schon hintergeguckt. Es sehe sie Jacqueline dort. Wir sind gleich da. Ein Stück müssen sie noch mit. Hier in Bad Hersfeld probt André Eisermann für eine Aufführung bei den Bad Hersfelder Festspielen in der alten Stiftsruine. Heute ist André Eisermann ein vielfach ausgezeichneter Schauspieler. Spielte große Rollen in Kaspar Hauser oder Schlafes Bruder. Wolfgang. Ich grüße dich ganz herzlich. Das da ist mein Monitor. Mhm. Dahinter ist der Drucker. Der damalige Schauspielstudent wurde vom Regisseur Peter Timm für seine erste Filmrolle besetzt. Und das ist die Maus. Peter Timm bat mich aber, nicht in die Sonne zu gehen. Und ich hatte ja bald irgendwie Ferien, hatte extra schon eine Reise gebucht nach Mallorca, um Urlaub zu machen. Und bin dann tatsächlich 2 Wochen mit einem Buch von Klaus Kinski übrigens in meinem Hotelzimmer gesessen und bin nicht in die Sonne. Nein. Ja, wirklich, um für diese Rolle des Alfons nicht ein einziges Tüppchen Farbe abzukriegen. Das Problem war nur, ich konnte kein Bayerisch. Und ich musste aber sagen, Jacqueline, wenn ihr mal wieder vorbeikommt, da habe ich vielleicht schon ein neues Programm. Gell? Und das hat mir der Kameramann, der Klotz, kann das Nein, sein? Nein, der Block. Block. Axel Block. Aber siehst du, Axel Block. Professor Axel Block, der sagte, wie ich das zu sprechen habe. Und das war das einzige Problem, dass ich kein Bayer war. Ich weiß nicht bis heute, warum Peter Timm mich für die Rolle besetzt hat. Aber ich bin im Nachhinein wirklich sehr froh, auch einmal in einer Komödie gespielt zu haben. Jacqueline, da habe ich noch ein Betttupfer für dich. Und grüß deine Maus, ne? Ich war nur
begeistert von der Atmosphäre, wo wir gedreht hatten, an diesem Haus, in diesem Garten mit dem Wohnwagen. Es gab ein Catering, es gab zu essen. Das war die Hauptsache. Für Studenten war das ja ein Drama. Natürlich. Es gab eine Gage. Und ich durfte mit euch drehen und euch kennenlernen. Nach dir? Na gut, nach 25 Jahren steigt jetzt Alfons Amberger mit Onkel Udo Strutz ins Trabi-Auto. Oh, so, ich muss auch meine weißt Brille. Weißt du, wo der Zündschlüssel ist? Gang muss ist raus. Ich kann dir das mal anmachen. Okay. Hm. Ja, der erste Gang ist rechts unten, einfach hier so runter. Jetzt bist du im ersten Gang. Jetzt bin ich im ersten Gang. Ist keine Automatikkupplung. Und jetzt, lass kommen, wir rollen schon okay. Rückwärts. Wunderbar. Ja, schau mal. Und wie läuft er? Toll. Toll. Also Ost und West ist hier in dem Trabi vereint. Das stimmt. Wunderbar. Der Film hat mehr vereint, als die Politik Menschen vereint hat. Ja, wenn ich mir angucke, ne? Wie viele Menschen den ansehen und einen darauf ansprechen. Sogar viele Leute, die jetzt, sagen wir mal, in unser Land gekommen sind, also mit Migrationshintergrund, ja. Die haben diesen Film, glaube ich, als Lehrfilm genommen. Lehrfilm. Wie ticken die Ost- und Westdeutschen ganz damals, genau. 1990? Wie sind das überhaupt dazu gekommen? Also, wenn ich manchmal in ein Taxi einsteige, sagt dann, oh, Udo, also, die haben die Filme gesehen. So, Wolfgang. Das war's. Das war's. Ich danke dir herzlich. Ich danke dir. Chef. Wir müssen wechseln. Wir müssen wechseln, so ist es. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Auf geht's nach München. »2015 haben sich manche noch nicht an das Fahrzeug gewöhnt im Straßenverkehr. Wie die gucken. Meiner ist ein bisschen kürzer als der. Stimmt, der passt bei dir hinten rein. Ja, der passt in den Kofferraum. Aber er ist definitiv hübscher. Ja, ist auch. Hübsch ist er, ne? Ja. Die Farbe ist schön. Das Schwarz macht ihn traurig. Ja, stimmt. Haben Sie den Film mal gesehen? Ja. Ja? Ja. Also verkraften Sie auch, dass wir noch mal hier durchfahren. Auf jeden Fall. Mit dem kleinen Stinker. Ja, ciao. Der Erste, der nicht Grüß Gott gesagt hat. Für Schorsch und Familie Strutz war es 1990 das erste Mal, dass sie in München waren. Es sollte ja auch nur ein kleiner Zwischenstopp werden. Zylinderkopfdichtung. Viel schlimmer. Das Herz? Mein kabarettistisches Vorbild Dieter Hildebrandt ging nicht nur mir, sondern auch Schorsch ans Herz. 3 Millionen Trabis liefen bis 1991 vom Fließband. 1 Million waren zur Wende noch einsatzbereit. Nur eben unser Schorsch hing am Kranhaken eines Abschleppwagens. Bei den zu erwartenden Reparaturkosten stand die Urlaubskasse kurz vor dem Kollaps. Nach 619 Mark 52. 619? Inklusive Mehrwert. Versteht sich. Ja, und ähnlich ging es mir bei den Dreharbeiten in München. Ich ließ mir einen Vorschuss in wahnsinniger Höhe von 3000 D-Mark für den Kauf einer SVHS-Kamera auszahlen. Ich muss verrückt gewesen sein. Aber ich wollte mit dieser teuren Kamera wirklich alles filmen, was mir vor die Linse kommt. Alle neuen Eindrücke, alle Erlebnisse, alles. In München durfte meine Filmfrau ihre Fahrkünste am Steuer meines Wagens zeigen. Dort ist ein Parkplatz. Dort ist wieder einer. Wo denn? Die Fahrkünste meiner werten Gattin brachten Schorsch eine kaputte Nase ein, mir den Besuch auf dem Schrottplatz und meinen beiden Mädels eine Pause für einen Kaufhausbesuch. Ach schön. Den Marienplatz dürfen eigentlich nur Taxen und Busse befahren. Naja, egal, so ein kleiner himmelblauer Trabi fällt ja hier kaum auf. Das sind Klänge. Können Sie mal auf meinen Wagen aufpassen? Haben Sie Erinnerungen an das Auto oder an den Film? Den Film kenne ich, ja. Das Auto auch. Ich war jetzt erst vor kurzem in Berlin. Ja. Und in den neuen Bundesländern, waren Sie da auch schon mal?
Leider nicht. Ja. Nee. Ja. Fehler noch nicht. Bitte? In den Bundesländern genau. Das ist richtig. Ja. Sie sehen. Aus Sachsen. Ja, ja, sie kommt zu euch. Ne? Es wird Zeit, dass er mal zu uns kommt. Ja, in die neuen Bundesländer. Aber das sind ja die gebrauchten Bundesländer. Aber sieht schön richtig, aus fürs ne? Alter. Ne? Ja. Ja. Wo kommen Sie her? Aus Leipzig. Leipzig, also auch einer von uns Sachsen. Klar. Gut, schön das Auto aufpassen. Ich komme gleich wieder. So, tschüss. Das Team besteht darauf, dass ich mir hier am ehemaligen Drehort eine Badehose für den Gardasee kaufe. Ich war eigentlich dagegen, dass wir in dieser Bademodeabteilung drehen, weil in der Szene habe ich gar nicht mitgespielt. Ne? Wenn du damit ins Wasser steigst, da kocht der Riviera. Mit in dieser Szene spielt da auch Konstantin Becker eine Rolle. Sündhaft teuer ist er. Oh, nee, nee, das geht nicht. Nee. Nee, also die Badehose, die passt nicht. Oh nein, ich wär pleite. Ihr Brüder, ich wusste doch, ihr wolltet mich reinlegen. Du warst das. Konstantin, Mensch, schön dich zu sehen. Mensch, die haben gesagt, Terminkalender voll, ja, geht ja überhaupt nicht. Aber das ist eine Freude. Oh, entschuldige, aber jetzt bin ich total von der Rolle. Setz dich noch erstmal einfach hier hin. Ich kann, hier rein, ja, genau. Ja, gut. Konstantin, wobei wir könnten uns jetzt. Du möchtest so mit mir reden? So unterhalten. Da ist es wie vor 25 Jahren, uns trennt wieder eine Mauer. Es ist nicht, übrigens nicht nur wie eine Mauer, sondern es ist ein bisschen auch wie ein Beichtstuhl. Ja, da hast du recht. Ja, ja, ja. Also, du dann kennst es nicht so, glaube ich, weil ich bin ja katholisch groß geworden und da saß man auch so da. Da musste ja, man dann ja, immer ja was erzählen, was kenn ich man Sündiges zum, gemacht hat. Bis zum Ministranten bin ich nur gekommen und dann bin ich zum Pionieren ja gegangen. Beichte mal, warum du überhaupt als damals schon großer Liedermacher und Kabarettist eine so kleine Rolle angenommen hast. Was uns alle gefreut hat. Ach, da haben doch lauter tolle Leute mitgemacht. Das Buch versprach wahnsinnig witzig zu werden. Bist du aus München? Nee, aus Bitterfeld. Kommst du rüber oder soll ich rüberkommen? Ich komme rüber. Komm du rüber. Du bist es ja gewöhnt. Damit alles so war. Das Rübermachen bist du ja gewöhnt. Ich bringe dir auch was mit, aber dann müsstest du mir in treuen Händen gebe ich dir den Stuhl, aber okay, für eine D-Mark. Sag mal, damals in der Szene, Jacqueline, du hast ihr ja 20 D-Mark irgendwo hingesteckt. Und sie hat sie dir auch wieder wohin gesteckt und dann diesen Spruch gemacht. Noch kein Haar am Sack, an Kamm in der Tasche, hä? Damals konnte man für 20 D-Mark 4 Bier oder 4 Kaffee kaufen. Ich bringe das natürlich in Euro jetzt. In Euro gibst du mir zurück. Das ja, ist aber es wären jetzt dir nur 2 Bier und 2 Kaffee. Also symbolisch kommt denn Ost und West genauso eng zusammen wie wir zwei hier in der kleinen Kabine. Ich weiß es nicht. Hast du das Gefühl, es hat wirklich geklappt? Wir wissen zu wenig voneinander. Ja. Also ich glaube, wir sind neugieriger auf den anderen Teil Deutschlands und auf die das anderen Bundesländer. Das war von Anfang an ja so. Schon immer. Wir waren arroganter, muss man einfach sagen. Wir wussten immer mehr arroganter über euch. Ne? Ja. Also, ja. Es ist aber, das ist auch etwas, was mich maßlos aufgeregt hat von Anfang an. Also, es war diese westliche Arroganz. Im Endeffekt immer das Gefühl zu haben, wenn wir darüber gehen, dann müssen wir einen Gewinn draus schlagen. So war eigentlich die Stimmung, ja. Also Geschäfte machen von unserer Seite aus und eine gewisse Arroganz, dem armen kleinen Bruder ein bisschen unter die Arme zu greifen. Jetzt würde ich gerne einen Kaffee trinken. Ja, machen wir das. Ja, machen wir das. Gibt man schon einen Kaffee, wenn wir schon so improvisieren. Wunderbar, ich danke. Schwarz. Ja, Dankeschön. Ja, herrlich, ich danke euch. Die Werbung nach hinten, wenn das überhaupt eine dran ist. Einmalig, dass schön, wir in so einer Kabine, in einer Umkleidekabine sitzen wir zwei. Deutschland ist ja auch enge mit ja seinen Problemen und engstirnig. Ne? Also ich glaube, wir zwei waren immer schon, also von unserem Typus her schon zusammengewachsen. Das war ja nie das Problem. Allein schon durch den Beruf bedingt. Und also das war ja. Meinst du, die Sachsen und die Bayern sind schon zusammengewachsen? Naja, die Sachsen und die Bayern haben natürlich beide einen sehr einprägsamen Dialekt. Ja. Richtig. Also richtig, einen sehr, den merkt man sich, den ja, Dialekt. Ja, ja, ihr habt einen Dialekt. Und man kann ja gut in ihm singen. So, ich werde den Kaffee mal bezahlen, das mache ich aber natürlich, damit du wir anfangen sind, den bezahle ich mit deinen 10 Euro. Mit meinen 10 Euro, ja, genau, das finde ich ja völlig richtig. Das ist korrekt. Ja, das ist korrekt. Ne? Vielen Dank, auf ein okay Wiedersehen. Alles Gute, war schön, sehr, dass du da warst. Ich sehr gefreut. Ich schaffe die Becher weg. Ja? Auf meiner Spurensuche habe ich schon einige Darsteller gefunden, aber noch keine Spur von unserem Hauptdarsteller. In der Bavaria-Film, die damals Gotra Bigo produziert hat, dort muss er doch zu finden sein. Ja, von vielen
Filmfreunden habe ich Beweismaterial bekommen, dass es hier auf dem Gelände der Bavaria eine Filmtour gibt und dass man da den ersten Trabi finden kann. Hier ist das Beweismaterial. Und jetzt schaue ich mal, ob ich ihn finde. Die Geburtshelfer unseres Filmes müssten es ja eigentlich wissen. Jetzt komme ich erst mal wie an eine Grenze. Hier ist ein Schlagbaum, der hoffentlich aufgeht. Ja, erkannt. Ich danke Ihnen. Ja, das ging vor 25 Jahren nicht so einfach. Mitte der 90er Jahre wurde Schorsch noch bei der Bavaria Filmtour gesehen. Aber wo ist er jetzt? Verkauft? Versteckt? Verschrottet? Hallo! Ihr seid hier Mitarbeiter? Wie komme ich denn zum Beginn der Bavaria-Tour und suche einen Trabi? Kann ja jemand mal mitfahren und mir das zeigen? Komm, Mädel. Schon mal Trabi gefahren? Nein. Das erste Trabi-Fahrt. Als was arbeiten Sie hier? Ich bin Trainee im Besetzungsbüro. Ah, da könnten Sie mich ja mal besetzen. Ah, und jetzt sind wir auch schon, da genau hierher wollte ich. Ja, guck mal, Polizeiautos haben sie hier. Alles da. Ach, und Trabi. Ich suche einen Trabi. Ja. Was, ihr seht einen Trabi? Nein, das gibt's nicht. Es gibt doch eine Spur von Go Trabi Go hier auf dem Bavaria-Gelände. Blockbuster der 90er Jahre. Dann war es Stonk noch, Stalingrad. Alles Filme, die Professor Dr. Rohrbach zu verantworten hatte. Aber mit der müsst ihr doch wenigstens wissen, ob es hier irgendwo noch Go Trabi Go gibt. Einen einzigen wenigstens. Er war ja damals der Geschäftsführer, hat ja auch erfolgreich das Boot produziert. Und den alten Kasten gibt's ja auch noch. Wo ist unser Hauptdarsteller, der Schorsch? Naja, ich habe ihn auch nicht gefunden, ich habe allerdings auch nicht gesucht. Ich finde zwar auch, der müsste hier stehen. Ja. Bei der Filmtour wäre er sicher auch eine Attraktion für viele Leute. Als ich euch zum ersten Mal gemeinsam bei den Mustern gesehen habe, da war mir klar, da haben wir einfach einen Glücksgriff getan. Und das passiert nicht so oft. Also, dass man Schauspieler, die man ja bisher nicht kannte, ihr wart ja damals sozusagen für das große Publikum unbekannte Gesichter. Man wusste ja hier im Westen zu wenig von den Menschen aus dem Osten. Und da kam nur plötzlich so eine Familie an. Und die war witzig und die war lustig und die war sympathisch vor allem. Und die sprach einen Dialekt, den man bisher nur von diesen Grenzbeamten, diesen Missmutigen kannte. Die Mama, guck mal, im Handschuhfach in der Seitentür noch. Die italienische Reise von Goethe? Das ist unser Kompass. Die schönste Premiere meines Lebens war die in Dresden von Go Trabi Go. Selbst die Tagesthemen berichteten. Zur Premiere in Dresden fahren die Hauptdarsteller im babyblauen Trabi vor, Schorsch genannt, der Held und Motor des Films. Drei neue Stars werden geboren. Die einstigen DDR-Bürger spielen sich selbst und das Publikum erkennt sich wieder. Damit hätte keiner gerechnet. 1,6 Millionen Kinozuschauer, weit über 50 Ausstrahlungen im deutschen Fernsehen. Und in zahlreichen Ländern lief der Film im Kino und Fernsehen. Cineasten im Westen mag dieser Film mäßig begeistern, aber in den neuen Bundesländern ist er zum Kassenschlager geworden. Ich habe diesen Film von Anfang an geliebt. Und ich habe euch geliebt, ich fand euch wunderbar. Und mir hat das ganz persönlich auch geholfen, diese andere Gegend, diese andere, ja, Welt ist vielleicht zu viel gesagt, aber diesen anderen Teil von Deutschland, den man ja fast schon aufgegeben hat. Wir hatten uns ja nach Westen orientiert. Wir fuhren nach Frankreich, nach Italien, nach Amerika und so weiter, aber wir fuhren nicht nach Dresden. Und das hat mir persönlich auch sehr viel gegeben, muss ich sagen. Aber ich will auch noch etwas sagen. Es gibt einen Lieblingssatz aus allen meinen Filmen in diesem Film. Ach. Ja. Und zwar, wenn die beiden Frauen da oben auf der Terrasse des Hotels Hassler stehen und auf dieses wunderbare Rom runterblicken. In Bitterfeld ist es jetzt 7:10. Oh, ich hasse Schlagbäume. Man weiß nie, ob man rauskommt und dann weiß man nicht, ob man wieder reinkommt. Tschüss. Ja, danke. Ja, und jetzt fahre ich zum Auto
und Produzenten Reinhard Kloß und zum Regisseur und Autor Peter Timm. Ach, Sie kennen sie ja gar nicht. Haben Sie noch nicht gesehen? Mhm. Bei den Dreharbeiten habe ich mit meiner teuer erworbenen Kamera mitgedreht. Neben dem Kameramann sieht man Peter Timm. Und dahinter stehend, ja, der so in die Kamera guckt, in meine, das ist Reinhard Kloß. Jetzt bin ich aber gespannt, ob wir sie wiedererkennen, ob sie sich verändert haben. Ich glaub's nicht. Ich bieg mal links ab. Ich habe mich mit beiden genau auf dem Schrottplatz verabredet, auf dem Schorsch in die Zange genommen wurde. Oh ja, das kenne ich. Oh Gott, das tut er mir weh. Oh, so ging Schorsch. Entschuldigen bitte. Hallo? Ich suche zwei Herren, mit denen ich hier verabredet bin. Ja, da warten die zwei hier vorne. Ah, wunderbar. Danke herzlich. Woher kenne ich den Mann? Ja, ich glaube auch, dass ich sie kenne. Ich muss immer bloß gelaufen und gelaufen. Dann waren Sie der, der den an den Kopf angefasst hat und auf den Schrottplatz schaffen wollte? Ja. Haben Sie den Film mal gesehen? Öfters, fünfmal bisher. Kindern gezeigt? Auch, ja. Sehr schön. Alles Gute, vielen Dank. Ja, tschüss. Das gibt's nicht. 25 Jahre arbeitet er hier. Giorgio hieß er. Ja, genau, Giorgio. Das gibt's nicht. Ja, sag mal. Entschuldigung, aber. Grüß dich, mein lieber Reinhard. Grüß dich, Peter. Ja, das ist Produzent und Autor von Go Trabigo. Das ist Regisseur und Autor von Go Trabigo. Unser Bier habe ich mitgebracht. Trabibier gibt's ja schon. Zu einem echten Männergespräch gibt's ein Aubi, ein Autofahrerbier aus DDR-Zeiten. Ja, machen wir dann gleich auf, wenn einer von euch einen Öffner hat. Also, hier haben wir damals Ersatzteile gesucht und gefunden. Wer hatte eigentlich wann die Idee, diesen Film zu drehen? Also das war nachts, als die Berichte über die Öffnung der Mauer kamen. Was, 89 im November kam die Idee? Ja, absolut. Da war ich natürlich noch voller Emotionen. Am nächsten Tag im Büro der Bavaria-Film habe ich mir gedacht, was kann man machen? Da haben wir gedacht, Go, also das Automobil, mit dem wir die Wirtschaftswunderjahre erlebt haben. Und dann haben wir gedacht, go, we go, und haben Exposé gemacht. Und die Westdeutschen haben wir Westdeutsch besetzt und die Ostdeutschen haben wir Ostdeutsch besetzt. Weil es sollte authentisch sein. Richtig. Und es sollte ja dieser eigentlich unwiederbringliche Moment des ersten Augenblicks. Überall, wo wir hingefahren sind, habt ihr ja das zum ersten Mal das erlebt. Und das wollten wir einfangen und das wollten wir so authentisch wie möglich machen. Und hätten wir das mit Leuten besetzt, die das alles schon kennen, dann hätte es nicht geklappt. Wir haben ja dann mit westdeutschen Kollegen gespielt, die auch nicht viel von uns wussten. Mhm. Wir waren aufeinander, glaube ich, alle miteinander sehr neugierig. Unabhängig im künstlerischen Verwirklichen des Filmes, sondern auch, wie geht's uns miteinander? Mhm. Habt ihr da Eindrücke beobachten können, wie die Schauspieler miteinander umgegangen sind? Ja, ich erinnere, als wir den 3. Oktober hatten, wir waren am Gardasee und da ging es euch Ossis, ihr, dieser Dreifamilie, nicht so richtig gut, sagen wir mal, sondern da gab es so einen wehmütigen Abschied eigentlich von der DDR und das in der Ferne auch. Ja. Und da haben die Wessis einerseits sehr befremdlich reagiert, also vom Team, die haben das erstmal nicht gleich verstanden, was eigentlich los ist. Sie sollten doch froh sein, dass der Scheiß zu Ende ist. Mhm. Auf der anderen Seite, durch diese Nähe, die es schon inzwischen gab, haben sie es viel besser verstanden. Das Verständnis, dass wir damit Probleme haben, das erste Mal in Italien zu sein, das erste Mal in großen Filmen, den allerersten Film für Gesamtdeutschland eigentlich zu machen und noch gar nicht zu wissen, wie wird dieses Gesamtdeutschland gefeiert. Und wir feiern schon am 3. Oktober. Das muss ich schon ehrlich sagen, das waren für mich und ich glaube für meine Kollegin auch schon ein sehr tiefer Eindruck innerlich. Da kann ich mich erinnern, dass ich euch gesagt habe, ich sag erst ja zu einer Hauptrolle. Habt ihr schon so gemacht, so zugreifen. Ich sag erst ja, wenn ich das Drehbuch gelesen habe. Und dann haben wir uns verabredet am Flughafen in Klotzsche und dann sind wir zu dir in den Allgäu gefahren und haben dann gemeinsam noch ein bisschen kreativ. Ich weiß, nee, das ist es nicht so. Und da denken wir anders, es wird mir anders formulieren. Und da habe ich schon ein bisschen, wie wir Sachsen sagen, ein bisschen drin herumgemehrt.
Ich hatte ja als Ostdeutscher die Verantwortung, unsere Sicht auf die Dinge glaubhaft zu spielen. Und man hat mich vertrauensvoll machen lassen. Zum Beispiel, als DDR-Bürger liebte man seinen Trabi über alles und hat alles mit ihm geteilt, sogar den Waschlappen. Aber in klarer Reihenfolge. Ja, ich glaube, das hat dem Film sehr geholfen. Obwohl ich auch zugeben muss, dass diese Bedenkenträgerei mir ab und zu auf die Keks gegangen ist. Und deine Vorsicht mir. Lasst uns anstoßen auf das Leben, auf die Freude, auf unsere Arbeit, dass wir einen so schönen Beruf haben. Auf dich, ohne den es den Film nicht geben würde. Ach komm her, so, alles Gute. Das ist auch kein schlüssig, was, ja? Nein, keine Angst, das war alkoholfreies Bier. Aubi-Bier ist alkoholfrei. Meinen Schorsch habe ich immer noch nicht gefunden. Wenn einer mir da weiterhelfen kann, dann ist es Hans-Jürgen Kuhn. Ich durfte Kuhn zu ihm sagen. Er war damals am Set unser Trabi-Monteur. Na, das ist typisch, Kuhn. Ich grüße dich herzlich. Neben Schrauben und Reparieren blieb für Kuno auch noch Zeit, eine Komparsenrolle anzunehmen. Sag mal, du hast ja die ganzen Trabis montiert, aber was war denn im Vorfeld deine Aufgabe? Das war doch nicht bloß ein Trabi, den du besorgen musstest. Nein, Wolfgang, es waren insgesamt 10, ja. Bis zuletzt 13 ja. Geworden sind. Wie bist du an die rangekommen? Die haben wir in Osten hier aufgekauft. Ne? Ja klar, 90. Ja klar. Gegen Ostgeld. Jeder will sie ja loswerden. Und gegen Ostgeld? Gegen Ostgeld. Ach, cool. Ne? Ja. Und also das wollte ja jeder Westalbe haben. Ja, die waren aber nur unterschiedlich. Blau, grün, Wolfgang, schwarze Dächer und. Wolfgang, hier, kannst du zeigen, an der Halle 9 stehen sie doch. So waren sie. Ja. Die 13 kurz vor der Währungsunion gekauften Trabis hat Kuno alle gleich umgespritzt und umgebaut, damit sie gletscherblau und fahrbereit waren. Ich suche den Original-Trabi. Nicht weggeschmissen ist er. Der muss irgendwo sein. Wir sind schon auf einen, der Spur. Einen davon. Original? Den hab Original. Die Überraschung ist da. Nein, das gibt es nicht. Ich hab gedacht, hier ist eine Schrottkiste, dreckig, verstaubt. Quatsch. Oh, nein. Und der steht. Also der fährt nicht mehr. Er fährt. Setz dich rein, stopp. Der ist so hinterlistig, ist der. Ich steig hier ein und es ist eine Knüppelschaltung drinne. Also nicht hier mit dem rechten Winkel. Ich fummel hier rum. Das ist der. Na, warte, ich komm raus. Sag mal, Knüppelschaltung, wieso denn das? Was war denn da? Ist doch ein 1-1er. Ach, das war schon mit Polomotor? Mit Polomotor. Ach, das haben wir deswegen machen müssen, damit er mehr Anzug hat für den Stunt. Dank der polytechnischen Ausbildung von Kuno konnte Schorsch sogar auf zwei Rädern fahren. Habt ihr das jetzt gesehen? Nun aber auf nach Italien. Auf einem Parkplatz traf Udo Struth einen LKW-Fahrer mit speziellem Humor. Gespielt von Dieter Krebs. So mal, sind Sie wahnsinnig? Ach, das ist unser Papa. Steig ein. Na komm, Papa. Los. Drüben. Vor 25 Jahren fuhr der Schorsch über den Brenner auf dem Laster Huckepack. Heute fahre ich die gleiche Strecke, aber ohne 128 Trabi-Witze. Kennst du den Unterschied zwischen einem Kaugummi und einem Trabi? Gibt's gar keinen. Wenn du drauf trittst, klebt ein Peter am Schuh. Ist ja gut. Das nächste Motiv im Film der Gardasee. Damals dachte ich noch, na ja, auch nur so ein See, sag mal wieder Knappensee. Doch dann habe ich es gesehen. Und spätestens jetzt verstand ich Goethes Faszination von dieser Landschaft. Ach, ja, quält das echt. Es war damals schon so. Meine Filmtochter hatte damals schon recht. Keine Kohle, kein Staub, kein Dreck, nicht. Überhaupt nicht. Auch ich 25 Jahre später wieder in der Kartchen. Wunderschön. Mir geht wieder wie damals das Herz auf. Es ist ein bisschen so wie am Nauendorfer See.
das Abenteuer. Jetzt fehlt nur noch dieses schöne romantische Hotel. Hier haben wir als Filmfamilie 3 Wochen gewohnt. Hier war auch das Produktionsbüro, die Garderoben und Maskenräume. Hotel La Romantica im September 1990. Regisseur Peter Timm hat eine Besprechung. Filmtochter Jacqueline ist in der Maske beschäftigt. Und ich bekomme Besuch aus der fernen, fernen Heimat. Meine Familie war ja 3 Tage da, also mit Tochter und Frau. Und das war wunderschön. Sie waren natürlich auch das erste Mal in Italien. Sie kamen aus Berlin-Schönefeld mit der noch existierenden Interflug. Und hier habe ich mit meiner SVHS-Kamera alles festgehalten, was möglich war. Und habe natürlich auch schöne Motive gesucht. Und das war, ja, das war auch meine Maskenbildnerin. Und die habe ich hier genau auf diesem Stuhl damals entdeckt. Silvia! Silvia! Hi, Wolfgang. Hallo. Mann, 25 Jahre später. Die Zeit ist stehen geblieben. Grüß dich. So, wenn ich die Augen zumache, ist alles wie vor 25 Jahren. Und hast du das erste Ostgesicht damals geschminkt oder hattest du schon mehr Ostschauspieler geschminkt? Das erste Ostgesicht, ja. Ja, und ging's? Es war super. Heute, es war ganz anders. Heute dauert's länger, ne? Heute dauert's auch nicht länger. Mhm. Ne? Man hat so einige Kniffe mehr. Ja. Meine Familie war ja damals da, kennst du ja, ja auch, ne? Und der große Wunsch war ja mal unbedingt nach Verona zu fahren. Oh. Ja, aber du hattest kein Auto, gell? Nee, ich hatte kein Auto, wir wollten mit dem Zug fahren. Ja. Aber dann? Was dann? Dann hat ja Peter dir unser Auto geliehen, ne? Ja, der liebe Peter, ja. Und mit für dem... dich war es ein Porsche? Ja, du warst, da hattest so viel PS unter der Haube. Dabei war es nur ein Mazda. Fotografieren wir den Mama. So kamen wir zu unserem ersten Westauto. Zwar nur kurz und besuchten das erste Mal Verona. Romeo und Julia waren nicht auf ihrem Balkon. Aber wir waren da. Venedig haben wir natürlich auch noch mitgenommen. Jetzt konnte ich endlich Freunden ohne schlechtes Gewissen erzählen, ich hatte eine Westreise. Und auch Filmgattin Marie Gruber. Marie Gruber, was ja die Mama war? Ja. Die hat große Karriere gemacht in Deutschland und jetzt dreht sie in den USA, in Boston. Ach, toll. Und ist sie gar nicht da? Oder? Nein, ist leider nicht da. Aber auf eine ist immer Verlass. Auf mich? Auf dich und auf meine Tochter. Hey, Claudia, super schön, ja, dich zu sehen. Wie geht's? Eine Freude. Ja, mir geht's gut. Gut, sie hat sich gar nicht verändert. Ja, du auch nicht. Das hätte ich mal Jacqueline gesagt. Oh, Claudia, grüß dich. Na du, schön. Altes Haus. Ja, ja. Ja, Mensch, Mädels, hier. Hier hat das ganze Team gewohnt. Hier haben wir, glaube ich, fast 3 Wochen verbracht. Ja, hier haben wir geschminkt. Ja, auch. Oder woran ich mich erinnern kann, wenn ich an ein Hotel denke, ist früh um 4.30 Uhr Maske oder so. Und dann irgendwie, wir haben ja doch manchmal gezecht und gefeiert und sind schwimmen gegangen. Und mein Maskenbildner, der hat dann schon manchmal den Pinsel geschmissen. Ja, voller Wut, weil ich irgendwie noch voll verquollen oder so. Hat er viel Arbeit gehabt. Hat er viel Arbeit gehabt, ja. Aber apropos feiern, wir haben ja hier auch gefeiert. Nicht im Oktober, obwohl die Münchner ja Oktoberfest es nannten. Im September feiern die Oktoberfest. Tja, die Bessis halt. Die wollten mit uns feiern, mit uns Ostdeutschen. Irgendwie komisch kam ich mir in so einer bayerischen Lederhose schon vor. Wie ein bisschen verkleidet. Aber weißt du, wo wir jetzt hingehen? An die andere Seite des Wassers, rüber auf den Campingplatz. Dort hat nämlich die Familie Strutz ihre Pension Sachsenruhe. Da bist du mich noch mal mit hin, ja, schlitten. Ja, na gut. Genau an die Stelle. Heute fährst du. Okay. Der erste Gang ist unten, der zweite ist oben. Vielen Dank, lieber Wolfgang. Bitte schön, liebe Claudia, man hilft, wo man kann. Das ist ein Genüttel, hä? Warte. Warte mal. Lass die Kupplung kommen. Aber ich bin noch nicht im ersten, oder? Nur bist du. Jetzt bist du im ersten. Komm. Los geht's. Ah, alter Fall. Schein, bleib im ersten. Zweiten. Ja, aber dann volle Kanne. Und die Kupplung loslassen. Nicht schleifen lassen.
Wir packen's. Schweißausbruch. Ja, ja, ja. Kannst du dir vorstellen, von Bitterfeld bei der Temperatur bis zum Gardasee? Ich bin als Kind bin ich hinten drinne gefahren mit meinem Bruder. Ja, ja. Nach Thüringen. Und wir an der Ostsee, ja. 5 Stunden. Ja, ja. Frage mich. Du, damals haben wir das alles als wunderbar. Es ging ja nicht anders. Ein schönes, uriges Gefühl. Richtig. An der Ostsee, du, 5 Stunden mit dem Trabi hoch, du. Eine Hitze. Ich hatte ein schwarzes Dach, weißt du? Die Sonne drauf, kein Himmel. Hier. Nein, ich habe nur das Dach. Ich habe einen grün gespritzt gehabt, den einen. Und oben ein schwarzes Dach. Mehrere. Ja, mehrere. Fornella Camping. Familie Strutz nächtigte damals aus Kostengründen vor der Schranke. Die Urlaubskasse setzte eben Grenzen. Alter. Bist du wunderbar gefahren. Genau an die Stelle, wo wir 1990 Pension Sachsenruhe geparkt haben, mit Zelt. Aber wir wollen ja heute hier nicht schlafen. Ich würde vorschlagen, wir machen ein Picknick. Und zwar so, wie wir es 1990 gemacht hätten. Na gut. Guck mal, das ist noch so ein 88er Kühlbox. Und was trage ich? Ich dich. Die Decke. Decke. Okay. Genau an diesem traumhaften Strand mit Steg haben wir damals gedreht. Ich hab dir was mitgebracht. Und zwar hat der Papa die Schnitten diesmal gemacht. Na super. Ja. Ich sehe Alkohol. Alkoholische Kaltgetränke. Nein, das ist wie auf dem Schrottplatz ist bei uns das ein alkoholfrei. Ein echtes Ostbrötchen. Das ist noch ein Ostbrötchen. Nicht aufgeblasen. Nicht aufgeblasen. Ja, ja. Aber lass uns auf unser Wiedersehen anstoßen. Wir stoßen an. Fein, dich hier zu treffen wollen. Tito. Neben Ostsekt und Brötchen habe ich auch unsere Drehdispos dabei. Der 19. September war ein besonderer Tag. Mein Geburtstag. Genau. Wie hast du den gefeiert damals? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur, wenn ich den Film ab und zu mal sehe, der läuft ja relativ oft, weiß ich genau, dieser Feldweg, wo ich mit der Gitarre lang Straße, Gardasee, staubige Landstraße. Genau. Da sage ich dann immer, da war mein Geburtstag, da bin ich 22 oder 23 Jahre alt geworden. Richtig. War das dein erster Film hier? Das war mein absolut erster Film, meine erste Hauptrolle, das erste Mal das im Westen. Fernsehen? Kino, alles das erste Mal? Alles das allererste Mal, ja. Ich war das erste Mal auch im Westen. Das war alles ein bisschen erschlagen. Und in Italien auch? Natürlich, Rom. Wahnsinn. Ja, war ein komisches Gefühl? Es war verrückt, im wahrsten Sinne des Wortes. Du Mama fährt heute im Gepäcknetz und du als Co-Pilot beim Papa auf dem Schleiter sitzt. Wir drei waren ja die Mama, also Marie Gruber, du und Icke, wir waren die einzigen Ostdeutschen. Ich weiß noch, dass ich irgendwann mal ein Gespräch mit einem westdeutschen Kollegen hatte, ging es um Gage. Und ich fand das überhaupt nicht so interessant, weil ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich glaube, wir haben uns damals die schon Chance, unterhalten. Ja. Wir hätten es auch ohne Geld gemacht. Ja. Wir waren so glücklich, einen Film drehen zu können. Und letztendlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Also, es hat mich Banane interessiert. Ja. Hast du die Möglichkeit gehabt, während dem Film vielleicht noch Dinge einzubringen oder persönlich zu färben mit deiner Haltung oder mit deinem Text? Ich weiß nur, dass wir schon eine ganze Menge improvisiert haben, oder? Oh ja, oh ja. Ich weiß noch, dass das Drehbuch war, ich habe abends dann die Szenen gelernt und ich dachte dann, das ist nicht so Ossi-mäßig und du hast ja da selber auch viel gemacht. Und dann haben wir doch viel uns zugeworfen an Bällen. Und was für mich toll war, war nicht bloß, dass es meine erste Hauptrolle in einem Kinofilm war, das erste Mal im Westen, sondern dass wir als Familie, ich meine, wir haben uns ja auch abends erst kennengelernt, ja, im Hotel am nächsten das Tag. Das muss man sich mal vorstellen. Familie guten Tag, drin. Guten Tag, ach, Sie spielen die Rolle, ja, und so. Ja. Und irgendwie war die Chemie doch so, dass selbst ich glaub's, wenn ich sehe, ja, also dass wir eine Familie sind. Also für mich war die Marie wie eine Mutti. Ich bin ja immer noch mit ihr befreundet. Ja. Wir haben ganz guten Kontakt und sie ist ein großes Vorbild für mich. Und du warst ja Papa. Und ich musste mich nicht sehr arg da reinfühlen. Also ich habe das schon gut nachfühlen können, wie diese Jacqueline da durch die Welt gehopst ist da in ihrem neuen Leben. Aber es ist trotzdem elendelang her, wirklich. Ja. Also so, aber hier hat sich ja gar nichts verändert. Also ich komme hierher und gucke ja, dahin der und Steg denke, ist da. Irgendwie Claudia. Ist das total komisch, es ist 25 Jahre her. Ja. Tja, und auf diesem Steg ließ es Filmtochter Jacqueline richtig krachen. Komm, wir gehen mal hin. Das ist der Steg, der kommt mir viel kleiner vor. Ja, aus Beton, aber ein Laufsteg. Kam mir viel, viel kleiner vor damals. Ja, länger. Kennst du die Musik? Ja. Na, Wolfgang, na los, na zeig mal. Komm, na. Legst du's nach, lass nein, mich mal. Nein, komm, lass mich ich mal. Ich probier's. Nein!
Oh, hier, guck mal, da klatschen sie. Ja, halt dich gut fest, sonst schubst du dich rein. Nein, nein. Komm. Okay. Ja, und das war nur der Gardasee 2015. Vor 25 Jahren wurden hier an dieser Stelle Schorsch die Räder geklaut. Was hast du denn? Was gibt's denn da zu feixen, hä? Und dann haben wir uns natürlich auch leider eben im Schlechten damals verabschiedet, weil der Papa es wieder übertrieben hat. Das heißt, wir hören aber sofort. Tut mir heute noch sehr leid, möchte mich in aller Form entschuldigen. Ich wollte den Zuschauern bloß sagen, dass ich das mit der richtigen Hand gemacht habe. Und das tut mir richtig leid. Also gut, ich nehme die Entschuldigung an, auch wenn sie vielleicht 25 Jahre zu spät kommt. Ich weiß, sie kommt aus ganzem Herzen. Ja, es tut mir hat so mir weh. Hat mir Spaß gemacht mit dir heute, Wolle. Mach noch schön weiter. Ja, grüß Rom von mir. Hab leider keine Zeit. Ich muss arbeiten. Lass dich noch mal drücken. Mach's gut. Ja? Alles, alles Gute. Auf nach Rom. Der Weg ist der gleiche. Die Perspektive ist heute nur eine andere. Die Porta del Popolo. So ist er reingefahren nach Rom. Ja, so ist er reingefahren und hat gestaunt, als wäre er auf einem fremden Stand gelandet. 2015 ist die Piazza del Popolo autofrei. Diese einsamen Gassen war 1990 auch ein Motiv. Da geht er von außen. Ich hab Angel. Oh, nee, das darf doch nicht was sein. Opas neuer Japaner. Aber nimm mit mir, du den machst Quatsch. Sag lieber, willst du den hinbleiben hier? Genau in diesen engen Gassen haben Jacqueline und Rita die Jagd nach Opas neuem Japaner aufgenommen. Dann suchten wir uns gegenseitig. Wie ich heute den nächsten Drehort. Die Mama und Jacqueline waren weg. Und dafür plötzlich vier Italienerinnen im Schorsch. Ja, und da bin ich natürlich hier auf die schiefe Bahn gekommen. Also, ich meine, die Schieflage, das will ich immer zeigen. Unser Stuntman hat hier eine schiefe Ebene hingebaut. Da fuhr dann der Trabi drauf und hatte den Schwung, um auf zwei Rädern dann die Fahrt zu machen. Ich stand da drüben mit meiner Kamera, hab gesehen, wie er hier in die Kurve fährt. Die Schweller waren noch in Ordnung. Da klatschte dann der Form auf, der Trabi. Und dann wurde es noch schlimmer. Dann kam eine steile Treppe. Das war sowas von spannend. Hören Sie es? Wir gehen mal dahin. Ich bin diese Treppe selbst runtergefahren. Bruno hatte alles präpariert. Ich musste den linken Hebel ziehen für den linken Kotflügel, dann den rechten Hebel für den rechten Kotflügel, dann in der Mitte. Da kam die Motorhaube. Ich muss damals wahnsinnig gewesen sein. Trabi-Fahrer sind eben die härtesten. Auch in dem Fahrzeuggetümmel vor dem Kolosseum. Ja, 1990 durfte ich noch mit meinem Schorsch hier langfahren. Da war noch Verkehr. Jetzt kann ich bloß noch hier sitzen. Ist im 2015. Ja, und im Drehbuch stand auch, Schorsch irrt durch die Stadt. Ja, sehr schön finden. Okay. Spasiba. Während Udo umherirrte, machten seine Frauen ein Sightseeing. Genau von der Position da drüben aus habe ich mit meiner Videokamera eine Szene gedreht, als Tochter und Mutter vom großen Einkauf zurückkamen und in diesem bombösen Hotel übernachtet haben. Übrigens, wir als Team haben ja auch übernachtet. Ich guck mir's mal an. Na, ich staunte nicht schlecht über mein Zimmer während der vier Drehtage in Rom. Wie im FDGB-Ferienheim sah es hier nicht aus. Hat sich nichts geändert. Ist alles beim Alten, auch hier. Piazzale Giuseppe Garibaldi. Über den Dächern von Rom. Hier ist Udo im Film gelandet und hat den Ausblick
und Goethe genossen. Oh, wie fühle ich in Rom mich so, Frau. Gedenk ich der Zeiten, da mich ein gräulicher Tag im Norden umfing. In der Dispo lese ich, diese Szene habe ich am 4. Oktober 1990 gedreht. Einen Tag nach der deutschen Wiedervereinigung. Ich war also kein DDR-Bürger mehr. Und nun, 25 Jahre später... Schau, ob ich angekommen bin im gemeinsamen Deutschland. Angekommen ist etwas so was Endgültiges, so was fast Materielles. Ein bestimmtes Endergebnis. Ich glaube, man ist immer auf dem Weg. Ich habe mich nie mehr vor den Kern spannen lassen. Nein, man muss sich selbst treu bleiben und für sich stehen. Nicht fremdgesteuert sein. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich keinen Manager habe, keine Agentur, keinen Pressesprecher. Die Kamera läuft. Unsere Dreharbeiten werden unterbrochen. Von einem Touristen aus Köln. Genial. Wollen Sie ein Foto machen? Gerne. Na, dann machen Sie es. Darf ich? Wie kommen Sie gerade auf mich? Dann sieht der Grund sind, dass ich in Rom bin. Und gestern gekommen. Und da ist der Film dran schuld? Ich habe den Film mittlerweile gekauft, runtergeladen, mehrfach gesehen. Auch ein unvergessener Schauspieler, Dieter Kretz. Ja, mit Dieter zusammen. Hildebrand. Dieter Hildebrand. Ja, ja. Das glaubt uns keiner. Und hat man sich jeden Tag, wenn ich hier bin, durch Rom laufe, denke ich an die Szenen, die damals in dem Film... Nein. Aber das war mir eine große Freude. Für Sie haben wir gerne unsere Dreharbeiten unterbrochen. Sie sind es schuld, dass ich hier bin. Schön. Ja, im Film hatte ich ja in Rom meine Tochter und meine Frau verloren. Und saß damals, wie heute, einsam auf der spanischen Treppe. Und las Goethe beim Picknick. Heute wäre das undenkbar. Das Picknick. Was wohl aus den Filmfiguren nach 25 Jahren geworden wäre? Ja, was wäre wohl aus der Familie Amberger geworden? Na, die wären im Urlaub zum fünften Mal auf der spanischen Treppe. Aber noch nicht einmal auf den Treppen der Brüschen Terrasse in Dresden. Und Alfons Amberger, ihr Sohn, der beherrscht die sechste Computergeneration aus dem FF. Aber sucht immer noch seine erste Frau. Dafür ist er immer online. In München war doch dieser wunderbar gespielte Playboy, der meine Tochter anbaggerte. Ja, was wird aus dem geworden sein nach 25 Jahren? Ja, der wird immer noch kein Haar auf dem Kopf haben. Aber dafür ein Kamm in der Tasche noch. Tja, und Jacqueline, meine Tochter, sie war ja damals noch ein junges Mädchen. Für die werden die Erinnerungen an die DDR keinen großen Raum mehr einnehmen. Sie hatte ihren eigenen Kopf und wird auch ihren eigenen Weg gegangen sein und wird vielleicht jetzt in der Chefetage die Frauenquote anheben. Rita und Udo Strutz gehören einer aussterbenden Spezies an. Sie sind nach 45 Jahren immer noch verheiratet. Tja, und Rita? Ja, Rita, die wird im Vorruhestand sein und mit einem Minijob noch etwas dazu verdienen. Udo ist pensionierter Lehrer und immer noch neugierig auf alles Neue und will die weite Welt entdecken, um dann sagen zu können, daheim ist daheim. Ja, und hier haben wir beide wie ein bisschen was gemeinsam. Dass Go Trabigo ein Film für das deutsch-deutsche Verständnis geworden ist, verdanken wir auch den unvergessenen Dieter Krebs, Barbara Valentin und Dieter Hildebrand. Warte anschnallen, Scheiben hoch. Weil ich bleib beim Aussteigen immer an dem Holm hängen und dann hab ich schon Harne kam. Ab 65 zieht's dann ganz schön. Also nicht vom Alter, ich meine von der Geschwindigkeit. Ich muss dafür meine MDR-Zuschauer ein bisschen ordentlich aussehen. Alles blühende Landschaften. Also das Grün blüht dann hier, aber. Alles Grünflächen, da kommen noch ein paar Baumärkte drauf und da ist es wieder bunt. Na ja, so geht's, ne? Also so müssen Sie mich jetzt nehmen. Alles da.